Also beim HSV geht es ungefähr schon seit 6 oder 7 oder 8 Jahren so. Und ich sehe nicht, dass sich da jetzt was ändert. Was soll man dazu noch sagen? Es ist halt, sagen wir, in dem Fußballgeschäft mittlerweile Usus, dass man halt, wenn man es kann, jemanden entlässt und dann halt einfach weitermacht wie immer. Der HSV selbst als Club ist so stark, er wird auch jetzt die nächsten 1, 2 Jahre, selbst wenn er dann in der zweiten Liga ist, überstehen, überleben und wieder irgendwann zu alter Stärke zurückkehren. Der Ralf Becker hat ja bei uns früher gespielt im Profibereich. Ein sehr, sehr guter, ordentlicher Manager. Es tut mir leid für Ralf Becker. Ich freue mich für auch den Jonas Wold. Ich hoffe, aber der alleine kann es da nicht regeln. Ne? Das sind schon einige gescheitert. Ich hoffe, dass nicht nur der Jonas Bolter ist, sondern dass alle etwas umsichtiger werden.